Ich wollte bloß mal nachschauen, ob dein Anfall schon vorbei ist. Du schaust ja wieder ganz vergnügt. Mhm. Bist wieder ganz klar im Kopf. Völlig klar, es ist alles in Ordnung. Ja, ja. Ich hab's ja gleich gesagt. Es lässt sich alles ganz natürlich erklären. Auch mit dem depperten Kobold. Au! Ja, das hast du jetzt von dem depperten Kobold. Das hat er jetzt gehört und das hört er nicht gern. Schmarrn. Das ist halt da vom Tisch aber kugelt, ne? Ja, aber wenn's bringst. Ist das Kasterl schon fertig? Nein, es ist ja nicht dies Kasterl, sondern dies Kasterl. Und das ist auch noch nicht fertig. Da schau mal deine Schuhe an. Blöden Schuhbandel. Gehen immer wieder auf. Mhm. Ja, wenn du meinst, dass das von den Schuhbandel kommt, bitteschön. Von mir aus. Ich weiß nicht, was du hast, Eda. Aufgangene Schuhbänder sind doch das Natürlichste von der Welt. Ja. Lass dich doch nicht narrisch machen von so einem Kobold, so einem Dummen. Wenn du das zur Kundschaft sagst, kommt die nie mehr wieder. Die lachen doch bloß alle. Du, schnell, der Geldbeutel. Ja. Pumuckl, Pumuckl, jetzt lass mal den Bärenbacher in Ruhe, jetzt reicht's. Wirklich, gell? Übrigens, du kriegst noch 5 Mark von mir. Ja. Die habe ich neulich von dir sagen genommen. Pumuckl, die Bärenbacher sind mir nicht böse, ich bin wirklich nicht schuld, ich muss ihn wahrscheinlich erst noch erziehen. Ja, du hast deine 5 Mark. Ja. Mir pressiert's nämlich. Ich bin schon ein bisschen spät dran, weißt du? Ich gehe nämlich heute noch in die Oper. In die Oper? Ja, den Karten habe ich geschenkt und da muss ich mich umziehen. Ja. Servus. Und denk immer dran, es ist alles ganz natürlich und erklärlich.